Jetzt haben. Das ist auch gleichzeitig der Top-Favorit. Der konnte gestern schon zweimal gewinnen. Der übernimmt jetzt hier. Er stand mal wieder die Führung. Die Leute sind vorne. Er ist hier mäßig genagelt auf der zweiten Position. Und der dritte Platz geht dann an das Spanien-Team, Vorland-Team hier. Und auch der vierte Platz wird eingenommen für die Vorländer, die ihren Namen alle Ehre machen. Und in der Buggy-Klasse wieder mit dabei sind. Auf das ist der Rico, der hier jahrelang die Fahne hochgehalten hat in der Buggy-Klasse, auch nur 2-3 Fahrer dabei waren. Er war aber mit dabei, der Rico von der Messe Genagel. Er ist auf Platz 1 unterwegs. Die Radratte und die Vorländer in den Tag wieder mal ein bisschen zusammengefallen. Es wird gespackt, 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 vor dem MSC-Messe Genagel, vor dem Enrico Beckwirth, der hier auf Platz 2 ist, aber Vorland immer noch dran. Vorland immer noch dran. Das andere ist 654. Sind sie mit dieser Zeit gut dabei? Dann Enrico Beckwirth mit dem zweiten Tag in der Vorländer. Dann kommt das Racing-Team abgezogen. Und zum Abschluss noch einmal die Olympik von den Vorländern. Souveräner Startsieg für die Rennradeln. Sie holen sich Platz 1 auf 2, MSC Genagel, auf der 3, das war die Vorland-Team, auf der 4, und dann die Startnummer 172, Enrico Witt mit seinem Gefährt hier über die Ziellinie. Jetzt kommt noch einmal der nächste Wagen, der Vorländer, der abgewunken wird, die 734, Nico Höflich und auch das Racing-Team.